Kalt, kahl und rau sind nur ein paar Worte, die das norwegische Dovrefjell beschreiben. Nicht für viele scheint diese steinige Landschaft komfortabel, doch in der Höhe der Berge findet sich eine Zahl von Tieren, die diesen Ort ihr geliebtes Heim nennen. Mein Name ist Gunnar Dresler und ich bin kein Filmemacher für National Geographic. Über das 20. Jahrhundert hat dieser Ort Arten verschwinden sehen, oftmals durch das Einwirken des Menschen. Jedoch haben manche dieser Tiere ihren Weg zurück in die Berge gemacht. Die Geschichte von Dovrefjell ist eine der erfolgreichen Auswilderung und Rehabilitation. Willkommen im wilden Norden. Willkommen in Dovrefjell. Wir sind im Herzen des Dovrefjell-Nationalparks, eine riesige Barriere zwischen Süd- und Nordnorwegen. Der Park ist charakterisiert durch runde, steinige Gipfel, hat aber auch einige steile Bergspitzen. Neben dieser großartigen Landschaft können wir hier aber auch eine Zahl von verschiedenen Tierarten finden. Ich werde meinen Weg in die Berge machen und unter den Sternen schlafen, um euch diesen wundervoll rauen Ort ein wenig näher zu bringen. Selbst wenn dieses Gebirge uns in Winterzeiten oft an die Arktis erinnern mag, so können die Sommermonate hier mit starken Temperaturanstiegen kommen. Die heimischen Tiere haben nur eine schnelle Antwort auf diese plötzliche Hitze. Sie migrieren höher in die Berge. Diese Rentiere sind ein Charaktermerkmal von Dovrefjell. Jedoch kann es schwer sein, sie aufzuspüren, da sie ein Teil der letzten wilden Herden in Europa sind. Normalerweise findet man die Tiere überall auf dem Plateau. Aber gerade jetzt stecken sie fest. Dieses Schneefeld scheint die letzte Zuflucht im raren Schatten der Berge. Es gibt ein Tier in Dovrefjell, das man fast nirgends anders in Europa in freier Wildbahn treffen kann, weshalb es oft mit diesem Ort in Zusammenhang gebracht wird. Der Moschusochse. Moschusochsen dort unten im Schnee leiden an dem gleichen Schicksal wie die Rentiere. Die Sonne ist gerade nicht zu sehen, doch sie suchen trotzdem die Zuflucht auf dem kalten Schnee. Normalerweise würden wir sie in Grönland finden oder im arktischen Kanada. Orte, an die sie perfekt angepasst sind mit ihrem dicken Pelz, einem der dicksten weltweit. Es wird nicht lange dauern. Und sobald die Schatten sich bewegen, werden diese Herden nach einem neuen Ort Ausschau halten, um Zuflucht vor der Sonne zu finden.
Angestellte der Eisenbahngesellschaft fanden beim Bau der Dovre Fjellbahn fossile Nachweise, dass Moschusochsen einst in diesen Bergen gelebt haben. Erste Auswilderungsversuche wurden 1932 getan mit Individuen aus Grönland. Diese Population konnte sich nicht lange behaupten und wurde während des Zweiten Weltkrieges bis zur Ausrottung gejagt. Diese Tiere gehören also nicht wirklich hierher. Aber eine weitere Auswilderung wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen. Eine Gruppe von rund 20 Tieren ist bis heute auf eine Population von fast 300 angestiegen. In einem warmen norwegischen Sommer kann es schnell passieren, dass das Wetter zu heiß für diese Tiere ist. Aber für über 70 Jahre hat dieses Umfeld das Leben für den Moschusochsen möglich gemacht. Dass diese Tiere Menschen angreifen, passiert jedes Jahr. Meistens geschehen diese Vorfälle, da eine gesunde Entfernung zur Herde falsch eingeschätzt wird. Diese Giganten sind friedlich während des größten Teils ihres Lebens, aber sie schrecken nicht davor zurück, ihre Herde zu beschützen, wenn nötig mit Gewalt. Weniger bekannt für Dovre Fjell als Moschusochsen oder Rentiere, ist ein Tier, das immer seltener in den Bergen Norwegens gesehen wird. Doch es besitzt definitiv das Recht, hier zu sein. Der Polarfuchs. Ich bin wirklich glücklich, Polarfüchse zu treffen. Es ist nicht ganz einfach und eher selten. Sie kommen mit vielen Namen und diese hängen oftmals von ihrer Pelzfärbung ab. Der Name Polarfuchs verweist dabei ganz klar auf ihre Heimat, aber Namen wie blauer und weißer Fuchs haben einen anderen Hintergrund. Ihr Pelz ist im Winter normalerweise weiß, aber kann auch braun sein, wenn das Individuum eine bekannte Genmutation trägt. Dies ist der sogenannte blaue Fuchs. Im Sommer sind die Füchse normalerweise grau gefärbt und haben einige weiße Stellen im Körper. Es ist wirklich nicht leicht, sie hier draußen zu finden. Und es ist wahrscheinlicher, dass man sich zufällig begegnet. In den 90er Jahren wurden die Füchse hier durch Jagd ausgerottet. Seitdem wurde große Anstrengung in den Schutz und die Zucht der Spezies gesteckt, um den Polarfuchs zurück in die Nationalparks vom Festland Norwegens zu bringen. Es macht Sinn, ein zufälliges Treffen zu nutzen, aber sobald ich genug habe, werde ich mich aus dem Staub machen. Dovre Fjell beweist, dass Auswilderung von ausgerotteten Arten funktionieren kann. Doch es muss sich erst über einen längeren Zeitraum zeigen, ob Moschusochse und Polarfuchs bestehen können. Andere Tiere wie der Rotfuchs bewegen sich immer weiter nach Norden mit steigenden Temperaturen und stellen eine Bedrohung für ihre kurzbeinigen Cousins dar. Nur mit der Zeit wird man sagen können, ob das diverse und wertvolle Ökosystem in Dovre Fjell sich weiter behaupten kann. Eine Begegnung, die mich ganz sicher lange im Bann halten wird. Selbst wenn ich gerne noch ein wenig bleiben möchte, um diese Tiere zu bewundern, weiß ich, dass meine Zeit in den Bergen vorbei ist. Ich packe mein Zelt und meine Sachen, dann lasse ich die Wildnis zurück, wie ich sie fand. Aber keine Sorge,
es wird nicht für immer sein. Danke, dass du dir Der wilde Norden angesehen hast. Falls du auf der Suche nach mehr tierischem Content bist, dann schau dir doch ein paar andere Videos auf diesem Kanal an. Falls dir der Audiokommentar besonders gefallen hat, kannst du auch gerne einen Blick auf den Voice Actor-Kanal von Julius Keusch werfen. Drück den Daumen hoch, abonniere diesen Channel oder schreibe einen Kommentar für jegliches Feedback. Auf der Seite gunnardresler.com kannst du die geschriebene Geschichte zu diesem und anderen Trips lesen. Dort gibt es auch gratis oder günstige Wallpaper für dein Handy, des Weiteren Prints oder andere Produkte, die Projekte auf diesem Kanal unterstützen werden.